Es ist ja eine altbekannte Tatsache, dass es auf der Welt nicht nur gute und anständige Menschen gibt, sondern auch böse und äußerst unanständige. Das Schwierige an dieser Tatsache ist, dass man, so rein von außen betrachtet, keineswegs immer die Guten von den Bösen wegkennen kann. Tja, was macht man da? Man kann schließlich nicht jedem Menschen gegenüber misstrauisch sein, aber man darf auch nicht jedem trauen. Eine heikle Sache schon für uns Menschen. Für einen Kobold wie den Pumuckl aber kaum zu durchschauen. Und darum ist auch diese Geschichte passiert. Es war an einem Tag, an dem der Meister Eder morgens in der Wohnung oben saß und beim Zeitungslesen wieder aus dem Kopfschütteln nicht herauskam. Was da alles im Polizeibericht zu lesen war. Na, na. Also na, keinem Menschen darf's mehr trauen. Da hat doch wieder so ein Lump einen alten Rentner reingelegt und ihm seine ganzen Ersparnisse abgenommen. Na, na, man soll es nicht glauben, wie schlecht die Menschen sein können. Ja, man sollte es nicht glauben, man sollte sie zwicken und picken und kneifen. Ich weiß nicht, was man sollte, aber zwicken und picken ist noch zu wenig. Wo hinein hat denn dieser böse Mensch den armen Rentner gelegt? In eine Schublade? Na, nicht hineingelegt, sondern reingelegt hat er ihn. Also nicht hinein, sondern herein. Geh zu, du weißt doch, was reinlegen heißt. Betrügen über so ein Hahn. Scheißen halt. Was? Oh, das hat er mit dem armen Rentner gemacht? Freilich. Der Kerl hat sich für den Gasmann ausgegeben und der Rentner hat ihn arglos in die Wohnung gelassen. Und schon ist der andere hin und hat ihm die Brieftasche mit der ganzen Rente gestohlen. Also man darf wirklich keine Menschen in die Wohnung lassen, den man nicht ganz genau kennt. Du lässt aber oft Menschen in die Werkstatt, die du überhaupt nicht kennst. Ja, das sind Kunden. Die muss ich reinlassen. Eine Werkstatt ist auch ganz was anderes als eine Wohnung. Ich habe ja nie einen Pfennig Geld drunten in der Werkstatt. Ja, aber meine Schaukel ist drunten und mein Bettchen, ja. Und all die schönen Sachen zum damit spielen. Na ja, auf die hat sein Gauner nicht abgesehen. Du weißt gar nicht, worauf alles ein Gauner es abgesehen haben kann. Sicher gibt es Geldgauner und Gasgauner und Spielzeuggauner. Nein, die gibt's nicht. Da darfst du beruhigt sein. Ja, da bin ich aber recht unberuhigt. Da kommt schon ein Gauner. Ja, geh zu, Pumuckl. Nicht jeder, der klingelt, ist ein Gauner. Nein, bitte, bleib da und geh nicht an die Tür. Ich habe Angst vor bösen Gasmännern. Dir lies ich nur mal was aus der Zeitung vor. Du musst mir sowas vorlesen. Ich bin doch ein Klabauter. Und Klabauters sind große Beschützer. Wenn der Rentner einen Kobold wie mich gehabt hätte... Na, Pumuckl, ich muss jetzt aufmachen. Ja, na, nein. Morgen, Herr Eder. Strom und Gas ablesen. Also grad red ich vom Gasmann, weil heute in der Zeitung steht, dass schon... Da sind Sie jetzt genau der Achte, der mir das erzählt. Na. Es ist ja gut, dass mich die Leute kennen. Oh, das war jetzt gerade, als ob mich jemand gezwickt hätte. Entschuldigen Sie, ich hab nicht... Naja, dass Sie mich nicht gezwickt haben, das weiß ich. Ja, sind so gut und lesen es ganz schnell ab, sonst ist... Au! Was habe ich denn? Was ist denn? Das muss ein Nerv sein. Das ist doch der echte Gasmann, der tut doch nichts. Na, wie meinen Sie das jetzt, dass ich nichts tue? Verdächtigen Sie mich etwa, dass ich nicht schnell genug arbeite? Ha, ich hab ja bloß Spaß gemacht, nichts für ungut. Und auf Wiedersehen, Herr Gasmann. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Pumuckl, jetzt hast du mir aber fast in Verlegenheit gebracht. Den kenn ich doch. Der Gasmann kommt immer zu uns. Das ist ein durch und durch ehrlicher Mann. Den darfst du doch nicht einfach zwicken. Ja, der hat aber eine so große Nase gehabt. Und alle Leute mit großen Nasen... Der redet doch kein solchen Schmarrn. Ob einer ein Gauner ist oder nicht, das hat doch nichts mit der Nase zu tun. Mit was dann? Mit den Augen vielleicht? Nein. Der hat nämlich ganz blaue, fürchterlich blaue Augen. Na, das hat auch nichts damit zu tun. Womit hat es denn dann was zu tun? Also in dem Fall hast ganz sicher sein können, dass das der wirkliche Gasmann war. Er hat seine Dienstmützen aufgehabt und die großen Mappen, in die er die Zahlen reinschreibt. Und sein ganzes Auftreten, das kennt man doch auf den ersten Blick, dass das ein städtischer Beamter ist. Okay, Pumuckl, man kennt doch seine Pappenheimer. Und alle städtischen Beamten dürfen in die Wohnung? Na ja, wenn's halt notwendig ist. Und alle städtischen Beamten haben Mützen und Mappen und sind anständig? Freilich. Aber jetzt ja genug, gell, von der Quatscherei. Ich muss runter in die Werkstatt und endlich das Arbeiten anfangen. Der Meister Eder ging also an die Arbeit und am Vormittag geschah gar nichts weiter. Es wurde Mittag und der Meister Eder ging mit dem Pumuckl zum Essen in die Wohnung hinauf. Da klingelte es wieder.
Ja, ich komme ja schon. Ich bin schon da. So. Guten Tag, Herr Eder. Ah, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrer Mittagszeit störe, aber ich kann beruflich nicht anders. Willhardt ist mein Name. Ja, Herr Willhardt, bitte. Mich schickt ein Freund von Ihnen, der Mechanikermeister Schmidt. Ich bin ein Kunde von ihm und er meint, Sie wären der richtige Mann, um zum Stil unserer antiken Möbel passende Ergänzungen, zum Beispiel Holzverkleidungen, zu machen. Ja, bitteschön. Kommen Sie nur rein. Bitte. So, bitteschön, da rein. Hier ist mein Wohnzimmer. So, bitte. Ja, ich möchte Ihre Zeit nicht allzu lang in Anspruch nehmen. Ich möchte nur grundsätzlich wissen, ob Sie Zeit haben, um so etwas zu machen. Ja, wenn es nicht gleich sein muss, da kann ich schon machen. Oh, das ist aber sehr lieb von Ihnen. Oh, oh, Sie haben es aber sehr gemütlich hier. Ja, mein, man tut halt, was man kann, gell? Oh, da muss ich aber Obacht geben. Der Mann hat kein bisschen eine Mappe dabei und im Gang an den Zähler ist er auch nicht gegangen, sondern der ist gleich in das Zimmer gegangen. Und im Zimmer, da ist ja alles Geld in der Schublade, jawohl. Was tue ich denn gleich? Ich weiß. Ich setze mich über die Schublade mit dem Geld und wenn der Mann versucht, die Schublade aufzumachen, dann beiße ich ihm in die Finger. Jawohl, jawohl, beißen mit allen meinen 42 Zähnen. Der Mann hatte Glück, dass er nicht in die Nähe der Schublade kam. Der Pumuckl saß wirklich mit gefletschten Zähnen dort. Aber alles verlief friedlich und der Meister Eder geleitete den Herrn Willhardt wieder zur Wohnung hinaus. Doch als der Meister Eder ins Zimmer zurückkam, überfiel ihn der Pumuckl mit einer regelrechten Strafpredigt. Also nein. Du lässt alle Menschen in die Wohnung, alle. Der Mann hat keine Mappe gehabt und du hast ihn kein bisschen gekannt. Und ich weiß auch gar nicht, ob er einer von deinen Pappenheimern war. Aber er hat immer auf die Pappen, auf die Schublade geschaut. Ja, du wirst noch ein ganz, ganz armer Rentner werden, freilich, ja. Wenn du zu allen Leuten sagst, kommen Sie doch bitte aber da rein. Pumuckl, kommen Sie doch bitte. Ja, Pumuckl, Hab die Schublade ganz fest zugehalten und ich hätte zugebissen. Jawohl, ich hätte gebissen. Um Himmels Willen, du wirst ja noch zum reinsten Hofhund. Nein, zum Hofhund. Hätte ich dir das bloß nicht erzählt. Jetzt ist die nächste Zeit kein Kunde mehr vor dir sicher. Kunden kommen in die Werkstatt und nicht in die Wohnung. Dieser Kunde ist aber in die Wohnung gekommen. Aber das ist ja ein schöner Kunde. Pumuckl, das hat man doch auf den ersten Blick gekannt, dass der Herr kein Verbrecher war. Schon sein ganzes Aussehen. Hat kein bisschen anders ausgesehen als alle anderen Menschen. Der hat gehabt, folgende Sachen hat er gehabt. Nase, Augen, ja, Mund, zwei Hände, zwei Füße. Ja, das weiß also, ich schon. Da kann man überhaupt nichts dran sehen. Das haben die Bösen und die Lieben. Ja, freilich, da hast du schon recht. Aber der Herr Willhardt hat ja gleich den Namen vom guten Bekannten von mir gesagt und ist von dem hergeschickt worden. Hat er gesagt? Ja, gesagt. Aber das hat man doch gesehen, dass das gestimmt hat. So, und woran sieht man das? Na ja. An der Nase, na an den Augen, direkt an den Händen, sehen an den Mund, kann man den Füßen das nicht. Also. Das ist mehr Instinkt. Wie bitte? Was? Also, in was? Instinkt. Das ist, wenn man was für... glaubt er, wenn man für was eine Nase hat, nicht? Ach so, wenn jemand nicht stinkt, dann nein. Ist er instinkt. Aber von mir aus, wenn du das so besser verstehst. Und jetzt essen wir was, mir kracht schon der Magen. Komm, Pumuckl. Ja, instinkt. Die beiden haben also zu Mittag gegessen und nach dem Essen legte sich der Meister Eder zu einem Mittagsschläfchen nieder. Der Pumuckl, dem jede Art Mittagsschlaf äußerst langweilig ist, begab sich in die Werkstatt und setzte sich in seine Schaukel. Plötzlich klopfte es an die Tür. Ui, da hat's da jetzt nicht geklopft? An die Werkstatttür? Oh, bin ich aber erschrocken. Das kommt, weil heute so viele böse Menschen unterwegs sind, dass es sogar in der Zeitung steht. Hallo? Es ist ja gar kein Mann, es ist ja eine Frau. Gasfrauen gibt's ja überhaupt nicht und Gaunerfrauen auch nicht. Also jedenfalls, davon hat noch nie was in einer Zeitung gestanden. Ist niemand in der Werkstatt? Hallo? Und eine große Mappe? Nein, eine Tasche. Ja, hat sie auch. Das ist sicher eine sehr anständige Tasche. Hallo? Ich habe Ihnen ein Sonderangebot zu machen. Ob ich mal den Türriegel für das Sonderangebot zurückschiebe? Vielleicht will sie uns was schenken aus ihrer großen Tasche. Ich glaube, sie instinkt auch nicht.
Handwerker tun sich heutzutage leicht. Sperren einfach zu. Hat's ja keiner mehr nötig. Nötig, hat sie gesagt. Ich will doch mal sehen, was nötig ist. Und wer für was nötig ist. Ist doch jemand da? Hallo? Die Tür war doch zuerst zu. Hallo? Ist wer da? Ich komme von der Firma Weißmüller und möchte Sie auf eine neuartige Möbelpolitur aufmerksam machen. Da rührt sich nichts. Aber es wird sicher gleich jemand kommen. Tja, hübsche Sachen haben die hier. Mehr auf Antik eingestellt. Ach, ein hübsches altes Kästchen. Würde mir auch gefallen. Ja, und das, schau her, da liegt ja eine goldene Uhr. Sehr schön. Aber leichtsinnig, sowas herumliegen zu lassen. Sehr leichtsinnig. Könnte ja irgendwer wegnehmen. Irgendwer. Keiner weiß wer. Hier kommen ja wohl viele Kunden herein. Hat mich ja keiner gesehen. War irgendwer. Halt! Halt! Die Uhr gehört doch dem Meister Eber! Die darfst du doch nicht einfach wegnehmen! Da muss ich ja gleich, hinterher. Jawohl! Die Uhr kriegt sie nicht! Diese Gasfrau! Ja, ihr habt recht gehört. Diese Vertreterin für irgendeine Möbelpolitur hat Meister Eders goldene Uhr gestohlen, weil es eben gerade gut ging. Jetzt ist der Pumuckl aber hinter ihr her. Der Meister Eder kam nach seinem Mittagsschlaf nichtsahnend wieder herunter in die Werkstatt. Es dauerte gar nicht lange, da merkte der Herr Eder, dass seine Uhr weg war. Er rief nach dem Pumuckl, aber der war auch weg. Er ging also in den Hof hinaus und suchte Uhr und Pumuckl. Dabei begegnete ihm die Hausmeisterin. Grüß Gott, Herr Eder. Suchen Sie was? Ja, meine goldene Uhr ist weg. Oh. Ja, die Tür von meiner Werkstatt war offen. Ja, um Himmels Willen, die hat Ihnen jemand gestohlen. Nein, also das muss nicht sein. Freilich, was denn sonst? Herr Eder, da fällt mir gerade was ein. Ja? Da hat vorher eine Dame hinten an ihrer Werkstatt geklopft und Hallo gerufen. So? Ich hab's zufällig von meinem Fenster aus gesehen. Und dann ist sie in ihre Werkstatt reingegangen. Frau habe ich keine gesehen. Ich war oben und habe Mittagsschlaf gemacht. Rufen Sie die Polizei an. Warten's, wie hat's denn gleich ausgeschaut? Eine Taschen hat's dabei gehabt, ja, und so ein braunes Kapperl auf. Mhm. Und, ja mei, mehr hab ich auch nicht gesehen. Ja, und dann ist schnell weggerannt. Die hat die Uhr bestimmt gestohlen, ganz bestimmt, so eilig, wie es die gehabt hat. Ja, was mach ich denn da? Na, gleich zur Polizei geh, das ist das Einzige. Ja schon, aber ich schau lieber nur mal ganz genau nach. Vielleicht findet sich die Uhr doch noch irgendwo im Haus. Wissen Sie, ich verdächtige so ungern jemand. Ich glaube lieber an meine eigene Dummheit als an die Bosheit von den Leuten. Herr Eder, heutzutage dürfen Sie keinem Menschen trauen. Keinem. Das sag ich Ihnen. Ach ja. Der Meister Eder hat wirklich noch einmal ganz gründlich in der Werkstatt und in der Wohnung nach der Uhr gesucht und auch nach dem Pumuckl. Je länger er gesucht hat, desto mehr Sorge macht er sich. Weniger um die Uhr als um den Pumuckl. Kein Zweifel. Die Uhr ist weg und der Pumuckl auch. Aber was mache ich denn nur? Ich weiß, was ich wollte. Was ist? Du musst gleich mitkommen. Ich habe die Ecken gezählt. Also, sie, sieben Ecken und drei Treppen und neben dem gelben Haus. Ja, komm, Gott sei Dank, dass du da bist. Ich bin nicht da, sondern ich bin gleich wieder fort und du musst mitkommen. Da wohnt sie nämlich. Wer? Deine Uhr. Was, nein, Uhr? Deine Frau. Ja, nein, die Uhr, die Frau mitgenommen hat. Sag mal, die Frau, die Uhr mitgenommen hat. Ja, sag mal, wie ist denn das zugegangen? Das ist überhaupt nicht zugegangen, sondern die Tür ist aufgegangen. Ja, und? Und die Frau ist hereingegangen. Ja, und die Uhr ist mitgegangen. Was? Das heißt, die Uhr? Sie hat die Uhr mitgehen lassen. Also zapp, zapp, weg in die Tasche. Was? Und wir müssen ihr jetzt zipzerip nachkommen. Ja, weißt du sicher, dass die meine Uhr hat? Ja, ganz sicher. Ich weiß sogar, wo sie hingetan hat. Ja. In eine Schublade, die in
in einem Tisch. In einem Tisch? In einem Tisch, und? Ja, und? Komm, komm, schnell. Sonst vergesse ich die sieben Ecken und die drei Treppen und das gelbe Haus. Ja, seit wann kannst du denn bis sieben zählen? Seit die böse Gasfrau da war. Ach. Jawohl, aber vielleicht sind es auch nur 7, 10, 8 Ecken. Das ist ja egal, aber, denn ich weiß ja genau, wie sie alle aussehen. Ja, das ist aber eine peinliche Geschichte. Ja, das ist eine sehr peinliche Geschichte. Ich kann doch nicht einfach in eine Wohnung von einer wildfremden Frau gehen und sagen, sie haben meine Uhr gestohlen. Die schmeißt mich ja hochkant raus. Aber wahrscheinlich lässt es mich schon von vornherein gar nicht hinein zu ihr. Die musste ich hineinlassen. Ah! Weißt du was? Du musst aussehen wie ein amtlicher, städtischer Beamter. Was, musst du aussehen wie ein städtischer Beamter. Aber das kann ich du doch nimmst nicht. Eine Gasmannsmappe und eine Gasmannsmütze und du sagst, du kommst von ihrem Freund Schmidt und du hast ganz einfach ein Auftreten und einen Instinkt und sowas alles. Und dann muss ich sagen, bitte tröten Sie ein. Also jetzt komm schnell. Irgendwie wird schon gehen. Ja, bitte tröten Sie ein. Ist ja solche Unverfrorenheit. Einfach da reinzugehen und eine goldene Uhr zu stehlen. Ja, die muss wieder hergeben. So war ich Eder heiß. Und so war ich Pumuckl heiß. Ja. Komm, gehen wir schnell, sonst ist die Uhr vielleicht nicht mehr in der Tischschublade drin. Ja, was war's denn für ein Tisch? Ein toller Tisch. In der Küche oder im Wohnzimmer? In der Küche. In der Küche. Eine ganz fest zu Schublade, weil ich sie aufmachen und die Uhr herausholen wollte. So? Und da war sie zu. Aha, war's zu? Ja, die war viel zu. Also ich konnte überhaupt nichts tun als zwicken eine Suppenschüssel voller Suppe und eine Weinflasche voller Wein und eine Vase voller Blumen. Ja, was also, ist mit war dem? Alles wirklich sehr schön, ja. Habe ich ganz schön alles runtergeworfen. Total um Gottes voll. Willen. Sie muss sich ja 22 Stunden aufwischen. Ja, nicht schlechter. Ja. Also gehen wir. Ja, halt, vergiss die Gasmannsmappe nicht. Nein, ich mache der Frau gar nicht lang was vor. Ich sag gleich, was ich will. Ja, also komm. Na, sowas. Ja, jetzt gehen wir, nicht? Ja, gehen und die Mütze musst du schön so aufsetzen. Ja, und musst du sagen, Grüß Gott, ich komme für die Gasmannerei. Der Pumuckl hatte sich wirklich alle Ecken ganz genau gemerkt. Und auch das Haus und das Stockwerk wusste er noch. Aber nicht mehr welche Türe. Etwas ratlos stand der Pumuckl vor den Türen und flüsterte. Uiuiuiuiuiui. Und ich habe mir doch so gut gemerkt, dass die Türe braun war und dass sie einen silbernen Türgriff hat. Und ja, und jetzt? Ja, jetzt. Jetzt haben alle drei Türen solche Griffe und braun sind sie auch alle. Ja, weiß dem nicht. Ob du so zur Treppe gelaufen bist oder ob du daher gelaufen bist. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich zur Treppe gelaufen bin. Aha, ich glaube, ich bin zur Treppe gehüpft. Ja, aber von links oder von rechts? Weißt du was? Jetzt läuten wir eben an allen drei Türen gleichzeitig. Und wo eine Frau aufmacht mit einem Hut, die ist's. Aber geh, die hat doch ihren Hut inzwischen runtergetan. Jetzt machen wir's so. Ich läut an jeder Tür. Wenn wer aufmacht und sie ist's nicht, dann zupfst mich einmal. Und wenn sie's ist, dann zupfst du oft. Ja, da zupf ich oft, sehr oft, sehr ja, oft. Ja. Aber nicht so oft, dass sie meint, ich habe auf einer Seite einen Schüttelfrost. Also läuten wir. Ja. Pumuckl. Dass du ja meisterstark bist. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, ich habe falsch gehört. Ich suche jemand anderen. So? Wen denn? Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Eine Dame. Alt oder jung? Ja, das weiß ich auch nicht. Leider. Wie sieht sie denn aus? Das weiß ich auch nicht. Ja, hören Sie mal. Sie können doch niemanden suchen, von dem Sie gar nichts wissen. Dass sie in diesem Stockwerk wohnt, das weiß ich. So. Ja. Sagen Sie mal, in welcher Eigenschaft kommen Sie eigentlich? Ich bin Schreiner. Ach so, ein Tischler. Ja, ich sollte Maß nehmen. Ja, für einen Tisch? Ja, für einen Tisch. Mhm. Und das bei jemand, von dem Sie weder den Namen noch die Adresse wissen. Sie, hören Sie mal, das scheint mir aber wirklich verdächtig. Ja, ich gebe ja zu, dass das ein bisschen komisch klingt, aber es ist ja so. Entschuldigen Sie die Störung, ich klinge heute jetzt da. Sie? Da wohnt Frau Risselmeier. Ein alleinstehender Name. Sollte es Ihr Ziel sein, bei dieser Dame unter einem fadenscheinigen Vorwand einzudringen? Sie, da müssen Sie aber mit mir rechnen, hören Sie? Ja, Herrschaftszeiten, sehe ich denn wie ein Verbrecher aus? Glauben Sie mir, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was getan, was Unrecht war. So, das sagt gar nichts. Also, ich klinge jetzt da und gebe Ihnen einen guten Rat. Wenn es die Dame ist, die ich suche, dann machen Sie Ihre Tür ganz dezent zu. Sie bringen die Dame sonst in die allergrößte Verlegenheit. Denn was wir zu bereden haben, das wird die Dame nicht gern an die große Glocken hängen wollen.
Sie, Moment mal. Ich denke, Sie wollten Maße für einen Tisch nehmen, oder so. Haben Sie bei mir geklingelt? Ja, und Sie sind's auch. Wie? Kannst du das Zupfen schon wieder aufhören? Sie waren heute in meiner Werkstatt. Stimmt's? Eder ist mein Name. Ich? Bei Ihnen? Ja, Sie. Ich habe Sie nämlich gesehen. Und Hausmeisterin auch. Und jetzt habe ich mit Ihnen was wegen einer Uhr zu bereden. Wegen einer Uhr? Ich denke, wegen einem Tisch. Frau Risselmeier, wollen Sie, dass ich alles, was es in dieser Angelegenheit zu sagen gibt, vor dem Herrn da sage? Oder dass es unter uns bleibt? Mir ist gleich. Ich frage Sie nur. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Sie wissen es ganz genau. Ich habe Sie nämlich beobachten lassen. Wenn Sie sich nicht an die Uhr erinnern, dann hole ich die Polizei und lass die mal in die Schubladen von Ihrem Küchentisch schauen. Moment mal, ich glaube, das ist richtig. Tut mir leid, dass ich vor dem Herrn da so deutlich werden muss. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis, Herr. Wie war doch gleich Ihr Name? Schreinermeister Eder. Ja. Meinen Ausweis habe ich dabei. Ja, Herr Eder, wir wollen das Missverständnis klären. Bitte kommen Sie herein. Ja, also, wenn Sie mich brauchen sollten, Frau Risselmeier, stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Sehr liebenswürdig, danke schön. Aber ich glaube, es geht alles in Ordnung. So. Auf Wiedersehen, Herr Schandl. Auf Wiedersehen. Ja, also, bitte, Herr Eder, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Sie dürfen mir glauben, das Ganze ist mir mehr als peinlich. Aber ich hab die Hausmeisterin als Zeugin, wissen Sie? Und Sie sind noch von jemand gesehen worden. Wie ich? Probieren Sie es nicht lange, es zu leugnen. Ja, ich wollte wirklich nur Möbelpolitur verkaufen. Ja, und? Ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach über mich gekommen. Ich kann ja eine goldene Herrenuhr gar nicht brauchen. Ja? Ach, bitte bringen Sie mich nicht ins Gefängnis. Bitte, ich verliere meine Stellung. Ich bin nicht da, um zu rechnen. Ich will meine Uhr wieder und basta. Das andere machen Sie mit Ihrem Gewissen aus, ohne mich. Aber denken Sie beim nächsten Mal, dass nicht alle Leute so gutmütig sind wie ich. Ja. Also wie kann man nur? Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe mich ja auch nicht. Und Herr Eder, hier haben Sie Ihre Uhr. Verzeihen Sie mir, bitteschön. Wenn es eine Lehre für Sie war, dann bitteschön. Oh, danke schön. So, und jetzt geh wieder. Sonst kommt Ihr Nachbar und meint ganz wunderbar. Was haben Sie denn? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist schon das vierte Mal, dass was herunterfällt, ohne dass ich hinkomme. Ja, verfolgen mich denn schon alle Teufel? Ja, was Sicheres weiß man nie, Frau Risselmeier. Ich an Ihrer Stelle würde mich schon ein wenig fürchten. Also, dann nichts für ungut und auf Wiedersehen, Frau Risselmeier. Ja, und dann sind der Meister Eder und sein Pumuckl wieder nach Hause getrottet. Erst als sie zu Hause waren, kam er auf die Idee zu fragen. Sag einmal, Pumuckl. Eins ist mir nicht klar. Was? Ich erinnere mich ganz genau, dass ich den Riegel von der Werkstatt dir zugemacht habe. Weil ich mir noch gedacht habe, dass ich den Riegel wieder mal ölen müsst. Hast du die Tür aufgemacht? Ich? Also was, doch du? Hm? Aber wir haben doch noch in der Früh davon gesprochen, dass du niemand aufmachen sollst. Nein. Wir haben davon gesprochen, dass du jedem aufmachst. Und dass brave Menschen Mappen und Mützen haben. Und von Frauen hast du überhaupt nichts gesagt. Und, ja, und außerdem was? Hat die Frau noch dazu, dass sie eine Frau war, hat sie auch noch eine Tasche gehabt und fein gerochen und nicht geinstinkt. Und eine Mütze oder Hut, weiß ich nicht genau, also was auf dem Kopf war, hat sie auch noch aufgehabt. Und ein Auftreten hat sie auch gehabt. Und da habe ich eben gedacht. Und da hast du genau das Falsche gedacht. Ja. Wenn es doch so schwer ist, das Richtige zu denken, wenn Leute vor der Türe stehen, die man nicht kennt. Der Mann hat ja auch falsch gedacht, wie er gedacht hat, dass du ein böser Mann bist. Und wie lernt man das eigentlich ganz genau zu wissen, wer böse und wer brav ist? Ja, Pumuckl, das, wenn ihr wisst, man kann in keinen Menschen hineinschauen. Das ist eine alte Weisheit und darum soll man halt vorsichtig sein. Am einfachsten ist's, jedenfalls für dich, wenn's dir überhaupt niemand reinlässt, wenn ich nicht daheim bin. Ja, auch die ganz echten Gasmänner nicht? Niemand. Ja, wenn es aber ein wichtiger Mann ist, also sagen wir mal, also ein König zum Beispiel. Ja, dann muss er eben noch mal kommen, der König. Und zwar dann, wenn ich daheim bin. Einen König, den würde ich aber doch vielleicht an einer Krone erkennen, oder nicht? Ja, auch die kann falsch sein. Ganz abgesehen davon,
dass das mit der Kopfbedeckung heutzutage so eine Geschichte ist. Und eine Geschichte? Ja. Oh, erzähl, ich höre doch so gern Geschichten. Und die vom Gasmann, die war doch eigentlich sehr spannend. Nein, mir reicht's für heute. Ich muss arbeiten, Pumuckl. Oh. Du kannst dich ja in deine Schaukel setzen und dir ein Gedicht auf die ganze Geschichte machen. Dazu brauche ich keine Schaukel. Das fällt mir auch im Stehen ein. So? Also, ja, pass mal auf. Also schön. Also ein Stehgedicht. Hm? Jawohl. Also gib Acht. Hm? Ja. Also. Böse Leut und brave Leut gab's früher schon und gibt's noch heut. Die Braven doch, wie ich und du, lassen alle Türen zu. Oh, oh, das war ein schönes Gedicht mit lauter echten, richtigen Reimen. Du, das musst du auswendig lernen, ja? Ja, das tue ich. Ja. Nun, ich weiß nicht, ob's der Meister Eder auswendig gelernt hat. Ich weiß nur, dass der Pumuckl niemand mehr in die Werkstatt lässt, wenn er allein ist. Und das ist ja wohl das Wichtigste an der Sache.